Hallo, mein Name ist Annette Müller, ich bin Architektin bei Hansehaus und wir sind hier in der Fertighauswelt Schwarzwald. Ich möchte euch heute unser neues Musterhaus vorstellen, die Villa 174. Kommt mal mit. Unser Musterhaus heißt Villa 174. Bei Villa denkt man ja immer ein bisschen so an die klassische Stadtvilla mit Walmdach. Hier haben wir aber aufs Musterhaus ein Satteldach draufgesetzt, aufs Obergeschoss, damit wir ein bisschen mehr Platz für die Photovoltaikanlage haben. Und die 174 kommt von den 174 Quadratmetern Netto-Grundfläche im Basisgrundriss. Hier im Musterhaus haben wir aber an dem Basisgrundriss zwei eingeschossige Anbauten dran gesetzt. Den einen sehen wir hier. Wir haben den Technikraum ein bisschen nach außen geschoben. Und durch die Verlängerung des Daches vom Technikraum ergibt sich hier ein schöner, regengeschützter Hauseingang. Und jetzt gehen wir mal rein. Im Erdgeschoss befindet sich das Gästearbeitszimmer, der Garderobenbereich, das Gäste-WC und der Technikraum. Und so gelangt man durch den großen Flur in den offenen Wohn-Essbereich. Hier in der Küche sind in den hohen Schränken die Backröhre und der Kühlschrank untergebracht und Stauraum. Hier im niedrigen Bereich ist die Spüle mit viel Arbeitsfläche. Die Spüle deswegen, weil hier von der Seite nochmal Licht reinfällt. Es ist immer gut, wenn es an der Spüle sehr hell ist. Dann haben wir hier eine große freistehende Kochinsel. Hier kann man zu zweit schön frühstücken oder man nimmt sich seinen Kaffee morgens und setzt sich auf den Fenstersitz, wo man in aller Ruhe die Aussicht genießen kann. Der Esstisch als Zentrum des familiären Lebens befindet sich an einem sehr hellen Platz hier im Erdgeschoss. Wir haben hier nochmal einen eingeschossigen Anbau dran gesetzt und dadurch bekomme ich hier von drei Seiten Licht. Das Dach auf diesem Anbau haben wir fortgesetzt, damit wir in diese Richtung einen überdachten Freisitz erhalten. In den Garten kommt man entweder über die große Hebeschiebetür auf die Sonnenterrasse oder man geht hier direkt durch diese zweiflügliche Terrassentür in den Freisitz. Hier draußen sieht man ganz gut, dass die Verlängerung des Daches des Anbaus diesen großen Freisitz ergibt. Hier hat ein großer Esstisch Platz. Im Sommer sitzt man hier im Schatten und im Rest des Jahres ist man vor Wind und Wetter geschützt. Der Wohnbereich ist zwar offen zur Küche und zum Essbereich, ist aber durch diesen Rücksprung hier so ein bisschen separat für sich. Also hier kann man in aller Ruhe fernsehen oder vorm Kamin ein Buch lesen. Der Raum unter der Treppe ist hier optimal genutzt, und zwar im oberen Bereich, hier als abgeschlossenen Abstellraum, den man gut als Speisekammer nutzen kann, direkt in Anbindung an die Küche. In dem niedrigen Bereich unter der Treppe haben wir einen Einbauschrank platziert, zum Beispiel mit einem Auszug für die Taschen, Schuhe, Fahrradhelme beispielsweise. Genauso wie hier in dem Bereich der Garderobe, in dieser Nische haben wir auch einen Einbauschrank. Schubladen und hier unten ein Detail, ein Auszug, auf dem sich die Kinder zum Beispiel die Schuhe anziehen können. Dann gibt es hier noch das Gäste-WC. Hier befindet sich eine zusätzliche Dusche. Optische Highlights sind zum Beispiel die auffälligen Fliesen oder ganz im Trend liegend die schwarzen Armaturen. Da wir ein Haus auf Bodenplatte haben, fehlt im Erdgeschoss noch der Technikraum. Hier drin ist die Heizung, hier eine Luftwasserwärmepumpe, die Hausanschlüsse, der Elektrokasten, der Batteriespeicher für die Photovoltaikanlage. Der letzte Raum im Erdgeschoss ist das Gäste- und Arbeitszimmer. Hier im Musterhaus ist es als Büro eingerichtet für die Mitarbeiter vor Ort. Jetzt gehen wir mal nach oben.
durch die gerade Treppe ergibt sich im Obergeschoss eine sehr großzügige Galerie, die sehr hell ist, weil wir auf beiden Seiten doppelflügelige Fenster haben. Den Platz hier vor dem Fenster haben wir genutzt mit einer Arbeitsplatte. Hier kann man wunderbar basteln, Homeoffice machen oder nähen. Die Trennung hier oben ist sehr praktisch, weil links befinden sich die zwei gleich großen Kinderzimmer und rechts ist der Elternbereich. So, hier ist das Elternschlafzimmer mit einem kleinen Schminkbereich. Und direkt aus dem Elternschlafzimmer geht's durch die Ankleide in den Hauswirtschaftsraum. Der Hauswirtschaftsraum befindet sich also zwischen Ankleide und Badezimmer, was sehr praktisch ist, weil hier fällt die Wäsche an und hier wird es auch wieder in die Schränke geräumt oder ins Badezimmer geräumt. Hier im Badezimmer haben wir einen großen Badezimmerschrank für viel Stauraum, ein Doppelwaschbecken, auch mit Badmöbeln, eine große Badewanne und eine sehr tiefe Dusche, die gefliest ist und eine Ablaufrinne hat mit einer Regenbrause und einer normalen Armatur. Und von diesem Badezimmer kommen wir dann wieder raus in die Galerie. Das ist eines der beiden Kinderzimmer. Beide Kinderzimmer sind ungefähr gleich groß und haben ca. 15 Quadratmeter. Das war die Villa 174 in der Fertighauswelt Schwarzwald in Kappel-Gravenhausen. Ich hoffe, mein Rundgang hat euch gefallen und ihr konntet einige Anregungen mitnehmen für eure eigene Hausplanung. Kommt doch einfach mal vorbei, entweder hier oder in einem der vielen anderen Musterhäuser in Deutschland.